Wir sind zu einem Event in Neuenhofen, was mal ganz klein angefangen hat, aber in diesem Jahr schon mit Rekordanmeldungen von 13 Mannschaften sich sehen lassen kann. Und zwar zum dritten Bierrun. Die Neugier ist groß, den Bierrun mal live mitzuerleben und vielleicht dann im nächsten Jahr selbst mit dabei zu sein. So trafen wir zwei neue Teams der 036 Gartenbande und der Prinzengarde Neuenhofen, um mal zu hören, wie sie zum Bierrun gekommen sind. Mein Name ist Florian Müller vom Team 036 Gartenbande. Ja, wir sind eine Vereinigung, die es ja schon ungefähr seit 5, 6 Jahren gibt und haben uns dieses Jahr entschieden, endlich mal hier beim ja schon berühmten, kann man ja sagen, Bierrun mitzuwirken. Ja, und wir sind jetzt mal gespannt, was wir rausholen können. Und ich würde sagen, wir holen uns das Ding, oder? Wir haben Lust auf jeden Fall, ja. Genau, oder? Definitiv, das Ding machen wir. Ja, also unser Ziel ist es natürlich, wie gesagt, das Ding hier zu gewinnen und Platz 1 zu erreichen. Und wir werden auf jeden Fall alles geben und sind kampfbereit. Wir sind der René, der Pascal und der Florian von der Prinzengarten Neuenhofen vom NCV. Wir machen dieses Jahr zum ersten Mal mit. Erhoffen uns, dass wir schon relativ weit vorne landen und hoffen natürlich, dass es hier auch ein schönes Erlebnis wird, ein schöner Tag. Und werden natürlich alles dafür tun. Jetzt wird es einfach anstrengend. 3 Minuten gekackt. Marin, lass den Arm oben. Jetzt tut es weh, jetzt wird es langsam. Sehr gut voran. Richtig, richtig. Halbzeit. Halbzeit. Jetzt wird es schmecken lassen. 15 Sekunden vorbei. Arm muss nach oben. Immer schön gerade lassen. Los, Florian! Komm jetzt los! Wie eine Katze! Ja, ich sehe gleich, wie das geht. Komm, Tim, du machst die Bestzeit! Hau das Ding hin! Los! Los jetzt, Steve, hör doch damit! Los, gib alles! Hier wartet schon dein Bier, komm, jalla, jalla. Das Bier ist eigentlich kalt. Das sieht gut aus, ja, gleich. Dass hier alles gut organisiert und vorbereitet war, sieht man an der Durchführung der Veranstaltung. Dazu gehört nicht nur der Lauf mit den 3 Stationen zum Biertrinken, sondern auch an den anderen Disziplinen wie Nageln, Geschicklichkeit, ein Ratespiel und das Stemmen eines Wasserglases. Also 3 Minuten. Rote rüber, das heißt, es tut weh. 10 Sekunden! 10 Sekunden! Hier wird alles gegeben. Sensationell. 3 Minuten und 140 Sekunden. Sensationell. Wahnsinn. Station 2, das Murmelspiel. Die Molwitzer Leibgarde natürlich und es sieht gut aus. Alle Disziplinen gehen in die Wertung zu einem Endergebnis mit ein. Danach ging es dann auf die Strecke mit jeweils 3 Stationen, an denen jeweils ein 1/2 Liter Bier getrunken werden musste. Bier trinken war für die meisten nicht das Problem. Schwieriger war das Laufen mit einem Gewicht, noch dazu bei Temperaturen um die 30 Grad. Alles zusammen war dann doch für viele eine Herausforderung. Die ersten 2 Stationen wurden noch mit Bravour absolviert. Die Schwierigkeit erhöhte sich an der 3. Station. An dieser ging es dann noch einmal steil einen Berg hinauf. Das machte dann doch so den trainierten Biersportlern ganz schön zu schaffen. Das 3. Bier auf der Runde wollte dann bei manchen doch nicht mehr so einfach rein. Im Ziel angekommen sind glücklicherweise alle, darunter auch eine Sportlerin, die es den Jungs mal so richtig zeigen wollte.
Auch sie lief die Strecke mit den Stationen. Wir sind die Alkoholigens aus Schlettwein. Wir sind heute hier beim Beer Run. Und genau, ich bin die einzige Frau von 35, 36 Männern und ich wollte ihnen zeigen, wo der Hammer hängt. Ja, hat nicht so funktioniert, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Am Ende Marcel und Mike des Neuenhofener Karnevalsvereins und Organisatoren mit dem Verein. Kurz was zur Veranstaltung. Und herzlich willkommen zur dritten Auflage des Beer Runs in Neuenhofen auf der Berghalde. Wir, der Karnevalsverein aus Neuenhofen, haben uns wieder die Mühe gemacht und ein bisschen was auf die Beine gestellt. Dieses Jahr natürlich mit massiv großen Zuwachs, sagen wir mal so. Wir sind knapp 40 Starter gewesen, ein Mädel dabei und es war einfach sensationell. Gute Leistungen, schnelle Zeiten und das Schöne, wir wachsen weiter und natürlich auch nächstes Jahr wieder. Ich hoffe, dass wir es nochmal verdoppeln können. Einfach Wahnsinn. Wie gesagt, vielen Dank auch nochmal an das Team von Saale TV, dass sie uns begleiten über die zwei Jahre jetzt schon und uns immer wieder ein bisschen mit in den Mittelpunkt drücken. Das finde ich super. Wie gesagt, ist auch für den Aufwand, es ist eine Win-Win-Situation, gell? Und da bin ich wirklich sehr stolz drauf, dass wir das alles so auf die Beine stellen können. Wir haben das auch alles in eigener Initiative auch aufgebaut. Wir sind hier mit knapp 10 Helfern, die das mit aufgebaut haben und viel ging auch über Marcel, der das über seine eigene Arbeitszeit halt auch genutzt hat und gemacht hat und wir da unterstützt haben. Die ganzen Leute an den ganzen Stationen, muss man auch Danke sagen, die ihre freie Zeit auch dafür nutzen. Und das ist heutzutage halt auch mal wieder wichtig, halt auch das alles so zu machen. Auch die 036 Gartenbande gelangte glücklich ins Ziel und zieht ein Resümee ihres ersten Beerrun-Laufes. Beerrun 2024 neigt sich langsam dem Ende. Für uns war es ja jetzt das erste Mal gewesen und es war eine fantastische Veranstaltung gewesen. Wir haben uns ja zum Ziel gesetzt, alles zu geben und ich glaube, das haben wir auch getan. Gell? Ja, genau. Also auch nochmal einen großen Dank an unser Support-Team hier, die uns wirklich mit voller Leidenschaft unterstützt haben. Und ja, jetzt sind wir nochmal gespannt auf die Auswertung, wo wir stehen. Aber ich denke, für das erste Mal haben wir ganz guten Eindruck hinterlassen. Es war ganz wunderbar. Wir sind nächstes Jahr auf jeden Fall wieder mit dabei. Wir trainieren fleißig, jeden Tag, dass wir das Ding nächstes Jahr gewinnen hier. Und ja, bis dahin weiterhin ganz viel Spaß und beste Unterhaltung. Ich kann mich dem nur anschließen. Also ich bin auf jeden Fall mit unserer Leistung sehr zufrieden. Und nächstes Jahr sind wir definitiv wieder am Start. Und wie gesagt, wir sind motivierter denn je. Jawohl, auf geht's! Hey, 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 hey. Wer es noch nicht kannte und mit einer eigenen Mannschaft dabei sein möchte, hat nächstes Jahr die Möglichkeit, hier in Neuenhofen zum vierten Beer Run anzutreten.